Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher, mit dem Nameless, mit Virginia, mit Robertle und selbstverständlich mit euch. Ich habe mir überlegt, wir machen heute hier einen Haken dran. Wir werden jetzt gleich schlafen, machen uns hell. Dann möchte ich die Wall mal zuhaben. Denn das Nächste, was mich jetzt natürlich interessiert, neben dem Aufbau unseres Hauses, wie reagieren wir denn überhaupt, wenn wirklich mal ein Angriff kommt und dazu ist, gehe ich dann raus? Gehe ich vielleicht tatsächlich doch her und steige oben auf diese kleinen Balkone zum Kämpfen? All die Dinge, die ich noch nicht weiß, weil ich sie unter Feuer noch nicht geprobt habe. Und ich glaube, unseren Spindern plötzlich hier der Kellner durchs Bild wackelt. So, ich nehme aber an, dass wir jetzt gleich mal hier... haben wir gedacht. Habe ich mir krass gedacht. Ich hasse es ja, wenn sie im Dunkeln kommen, ne? Wo ist denn der zweite jetzt hingüpft? Digga, das ist nicht so gesund. Wenn die losgeht, hast du ein Problem. Ha. Hauptsache gebrüllt. Waren es nur die zwei, wenn wir Glück haben? Nee. Habt ihr auch das Gefühl, dass der Junge meinen haben wir schön raus. Den haben wir schön rausgepellt. Oh! Alterle! Du hast aber mich jetzt erschreckt. Mein Zelt ist abgebaut. Junge, bin ich jetzt erschrocken bei dem Schuss. Ich brauche einen Stick. Da ist noch irgendwo einer. Virginia, aber ich glaube, du hast sie nicht ganz erledigt. Die schießt auch ganz knapp. Die schießt auch ganz knapp an deinem Ohr immer vorbei. Du bist die Beste, ja natürlich. Schieß ihm, schieß ihm! Geh weg von meinem Kelvin. Ihr habt das gesagt. Hier verstehen sich halt alle. Jetzt weißt du, was ich meine, warum ich die Base mal zuhaben will irgendwann, ne? Das war auch mal wieder zur Ruhe kommen. Ah, ein wunderschöner guten Morgen. So lässt sich's einsteigen ins Völkle. Erstmal trinken wir einen Schluck. Ach, das ist einfach wunderschön, wie das hier schon funktioniert und harmoniert. Jetzt machen wir die Butze zu, Leute. Jetzt machen wir die Butze zu. Wenn sie uns lassen. Und wir müssen halt auch die Spikes anbringen. Ich würde sagen, dass wir Kelvin jetzt gleich mal beschäftigen. Ordentlich, ich habe eine Idee. Wir brauchen ja hauptsächlich Steine. Ich habe zwei Lager voll Steine. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir machen hier vorübergehend. Die kommen dann auch wieder weg, ist doch klar. Ein Steinlager hier noch dazu. Ja, hier einfach mal eins hin. Bam, 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 bam. Dann würde ich hier noch eins hinmachen. Käffle, gibt's für euch nichts vom Tor? Das hat sie aber nicht mir gegeben, das hat sie ihm jetzt hingelegt, ne? Machen wir hier eins hin. Hast du gefrühstückt? Jawohl, Kopf ist gerichtet. Dann hätte ich gerne von dir heute erstmal die Blaupausen aufzubauen, ja? Strukturen reparieren. Konstruktion, mach mal Konstruktion abschließen, ja? Gut, baue ich mir da hinten noch eins hin. Dann sind da schon mal auf jeden Fall Steine nachher da, wenn der das gebaut hat, der Gute. Weil Sticks brauche ich nicht allzu viele, weißt du? So, ich besorge dann gleich Holz. Ich gucke es mir jetzt nochmal an, ob ich noch was vergessen habe. Also. Ja, das sieht ganz gut aus, aber die eine Falle, haben wir gesagt, die war falsch, gell? Guck's mir nochmal an. Ne, die ging ja die ganze Zeit. Irgendwo habe ich dann. Also die muss eh weg hier. Die mache ich weg. So. Und den einen will ich von innen drin schon mal da reinklemmen, wo der gestern durchkam. Ja, das war mir klar. So. Schleich nicht so um mich rum, Digga. Du weißt, ich bin schreckhaft wie Sau.
Warum ist hier so das Problem gerade? Oh. Hä? Hat mich da jetzt gerade einer geschlagen, oder? Vielleicht nicht. Ich weiß nicht, an was es lag. Vielleicht bin ich irgendwo in das Spike reingetappt. Wieso geht's denn jetzt wieder nicht hier? Nameless. Ja, weil da so viel Material auf dem Boden rumliegt. Naja, also ich mache draußen die Holzbehälter kurz voll, dass wir weiterbauen können. Das ist Maßnahme Nummer 1. Und dann werden wir hier das Ding heute gemeinsam zumachen, ja? Erste Fuhre Material habe ich besorgt. Wir gehen jetzt gleich her und verbauen das zusammen. Und dann, wenn noch was fehlt, hole ich es wieder. Diesen Dinger habe ich jetzt mittlerweile reingekriegt, indem ich oben die Spikes abgebaut habe, die noch hingen, weißt du? So, das sieht doch schon mal gut aus. Natürlich müssen wir hier auch spiken. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir die hier rübernehmen. Jede Tür bekommt praktisch so eine Falle. Ja, das ist jetzt nur noch ein bisschen Fleißarbeit, dann haben wir es. Dann haben wir es. Okay, das hätte ich dann vielleicht hier anders machen sollen, aber sehe ich das richtig, dass die dann so... So macht die einen Klatscher, ne? Wenn du jetzt praktisch als Fremdling hier rankommst, wirst du hier zerlegt. Hört! Wahrscheinlich müssen wir die drüben auch nochmal schön setzen. Komm, wir gucken mal. Ja, was drückst du dich auch in der Ecke da rum? Verstehe nicht. Der ist verstanden, die Edde. Zack. Zack, dann lassen wir Kevin später... Jetzt heißt er schon Kevin. Dann lassen wir Kelvin später anspitzen. Hier hat er ja schon seit Dienst gemacht. Sehr geil, sehr geil. Die Falle. Das ist jetzt die große Frage, die ich habe. Die da, die sitzt mir zu weit. Die sitzen beide ziemlich weit hier drin, Leute. Die können wir, glaube ich, so nicht lassen. Nee. Die muss ich beide umsetzen. Mache ich dann gleich mit einem Schnitt. Dann setze ich die einmal komplett neu. Die hängen arg weit drin, ne? Ja. Die müssen weiter vor. Hilft alles nichts. Du bist ein Fleißiger. Der Fleißigste eigentlich sogar. Jetzt gönnen wir uns erstmal das Eck hier kurz. Es macht so Laune. Jetzt habe ich dann doch das Feeling vom ersten Teil, ne? Die ganze Zeit habe ich so überlegt, was fehlt mir denn eigentlich nichts. Ich habe es nur in der ersten Runde. Ich hätte einfach nochmal eine Runde spielen sollen. Die erste Runde war natürlich alles neu. Aber jetzt habe ich das alte Feeling. Komplett. So, hier wird ein Zug gemacht. Top. Entschuldigung. Mhm. Kelvin? Jetzt komm schon. Kelvin. Tut mir leid. Okay. Alter, jetzt komm schon. Das war doch nicht mal Absicht. Ich habe halt meinen Block rausgeholt und habe vergessen, dass ich dann das Ding wegschmeiß. Danke. Nimm nicht immer alles so persönlich. Digga, was ist schon da los? Warte mal, ich probier's mal. Achso, ich kann ja hier anknüpfen. Gut. Ich würde sagen, jetzt bleiben wir mal kurz hier dran, solange Holz da ist. Je schneller das Ding hier zu ist, desto besser. Weil die kommen mit Sicherheit nämlich heute nochmal vorbei. Ich habe eh das Gefühl, die wechseln sich hier regelmäßig ab, als ob die miteinander gesprochen hätten. Doch, doch, den will ich schon auch noch hier zumachen. Die zwei Stelzen muss man nachher nicht unbedingt anspitzen. Geht eh nicht. Virginia, du machst mir Spaß da hinten drin in der Ecke. Soll ich das umsetzen jetzt? Ja. Hast du die ausgelöst? Nicht wirklich, oder? Wie haben wir hier? Da brauche ich noch drei Speere. Und den hat er auch nicht fertig gebaut hier, ne?
egal. Aber guck mal, das vorne baue ich jetzt gleich um, dann ist das soweit dicht, das ist soweit dicht. Kelvin spitzt an, dann haben wir bloß noch hier das Stückle Wall fertig zu zimmern. Und hinten muss ich prüfen. Boah, das eine Bein hat gar keine Hose, gell? Guck mal, wie sie lacht. Ja, hier ist jeder glücklich und zufrieden. Alle kommen auf ihre Kosten. So. Die Dinger sind jetzt leer, oder? Okay. Machen wir hier für einen Moment zu. Lass ich mal überblick. Naja. Unglaublich. Ist jetzt irgendwie alles so Hand in Hand passiert, die Tage alles. Fünf. Sechs. Und acht. Hast mich vermisst? Bist du gut, dass du so rennst dann, um mich zu sehen? Das genieße ich auch. So, stopp. Ja, wäre geil, wenn es zu wäre, bevor die jetzt das nächste Mal kommen. Du weißt ja auch nie, wer kommt, ne? Ich lieb's halt. So, bupp. Bupp. Und mit viel Glück. Ne, keiner da. So, die da, die lässt er mir manchmal aus. Die mit den da... Warum hat er denn den... Warum kann ich den nicht anspitzen? Hä? Ah. Der hier scheint auch zu mucken, ne? Ah, okay, es kommt auf den Winkel an. Vielleicht hat den Kelvin auch nicht so drauf, weil der hat nämlich alles angespitzt, bis auf 2, 3 immer. Diamaxa lassen wir so, auch wenn sie nicht ideal schwingen. Hier ist soweit klar, da brauchen wir jetzt nur noch Spikes. Da hinten wäre noch eine kleine Ecke. Hi. Das reicht mir aber nicht, ne? Die wollte ich eigentlich drehen, die Falle, aber von der werden wir mit Sicherheit in jeden Eingang eine bauen. Hi. Ich renne nicht vor dir weg. Ich bin nur gerade sehr geschäftigt. Momentan ist ruhig. Eigentlich genau richtig zum Wallaufbau, ne? Ich nehme gleich mal 8 Stück mit, oder? Oh ne, den anderen können wir da hinten fällen. Nehmen wir mal die 5, vielleicht reichen die ja schon. So. Totems hier schon mittlerweile rumstehen. Und wir lassen die ja immer alle stehen im Moment. So, weiter. Ja, dann haben wir heute richtig Meter gemacht. Haben wir uns fast so Ausflügle verdient morgen, oder? Ich weiß nur nicht genau, was wir anstellen. Ausflügle, Bunker, Ausflügle... Blaupausen holen, die Spitzhacke vielleicht morgen. Ja, ein bisschen würde ich da schon noch machen. Sie müssen an unmöglichen Stellen durch. Das siehst du aber mal, dass das System auch nicht perfekt ist. Boah. Ah, du wolltest nur dein Totem aufstellen. Okay. Ich meine, danke fürs Aufstellen. Wenn ihr nicht an der Wall rumreißen würdet, wäre es mir ja egal. Oh, hat sie den vom Baum gewickelt? Genialle. So.
Und so. Und nicht beirren lassen. Nicht beirren lassen. Reicht es, Leute? Ich fliege nämlich hier bald runter. Ey, wie die Bäume nachwachsen, gell, mittlerweile. Das kriegst du gar nicht so zelebriert, dass der Robertle keinen Baum mehr findet, den er in die Base fällen kann, ne? Also die Ecke hat sich doch jetzt gerade ganz gut angefühlt, ne? Selbst die Schwungfalle, so schief wie sie halt jetzt gerade sitzt, hat sich rentiert. Hi. Ja, die Ecke mache ich ja noch wieder weg, Digga. Weißt du, ich glaube, der will hier anspitzen und hat da gerade das Problem. So. Der will da gerne durch, aber ich kann dir das jetzt nicht alles abbauen, nur weil du jetzt gerade da durch musst. Ja, du weißt schon. Du weißt, wie ich mich nehmen musste, weil ich baue. Warte mal kurz, Digga. Ja, aber hier habe ich doch alles mit Strom verbunden. Das muss doch jetzt sein. Er hat es geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber mal schon Licht haben, wenn wir da jetzt gleich sehen, wie der baden geht. Mal kurz Päusle. Kurzes Leben chillen. So ist er. So ist er, unser Guderle. So, Leute, dann brauchen wir noch 3 Speere. Lass mal kurz gucken, wie warten das wieder. Für den Speer brauche ich blauen Messer, ne, und 2 Sticks. Also, pass auf. 2 Sticks. Nehmen wir mal voll. Okay. Also, dann brauche ich 3 Speere. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticks. Blau, Messer, ab. Also das Messer bleibt nicht drauf liegen, ne? Dann ist die Falle auch fertig, gleich links, weißt du? Dann können wir uns mal überlegen, wo wir die andere hinsetzen, von der neuen. Gut, ne, du bist echte Viech geworden mittlerweile. So, diese Falle steht. Jetzt mache ich diese Fallenblende, von der ich erzählt habe. Die 2 setze ich jetzt weiter vor. Und dann gehen wir einmal ringsrum, gucken, was Kelvin nicht anspitzen konnte. Ich habe es ein bisschen schräg wieder hingestellt und ein bisschen rustikaler, ne? Die hier, wenn man triggert, schwingt jetzt hier in die Richtung und die in die Richtung. Und wenn du es hier reinschaffst in den toten Winkel, dann hast du hier natürlich das Problem. So weit dazu. Jetzt pass auf, den da können wir noch hier kurz ranbringen. Dann ist die Geschichte auch schon zu. Okay. Jetzt hast du verstanden. Okay, das wird jetzt übel aussehen. Andi, die nimmt ihn selber aus. Ich wollte gerade mit dem Messer dran. Oder knetet sie ihre... die knetet ihre Füßlein. Hast du Glück gehabt? Ich wollte gerade operieren. Ich wollte gerade operieren. Okay, kriege ich den Brocken hier nicht aufgehoben. Gut. Leute, Wahnsinnsgeschichte. Den wollen wir noch anspitzen. Dann sehe ich hier, den sollte man noch davor machen einen. Ja, ja, ruh dich aus. Dafür bist du bei uns zum Ausruhen. Da würde ich gerne noch einen reinsetzen. Mit anspitzen. So, Leute. Ich glaube ja gar nicht, was ich jetzt sage, aber wir haben die Wall außenrum gezogen. Was jetzt halt Überlegungssache ist, und ich finde, auf Grundlage dessen, was wir gelernt haben, wäre es schon cool, wenn wir hier... Ist das Kelvin oder gibt es wieder Schmackes draußen? Ne, das geht nicht so leicht. Aber Spikes könnte man doch hier dran setzen, oder? Das ist der Laufrand, den muss ich auf jeden Fall einspiken hier. Hallo. Hast du jemanden gesehen?
Nee, sah kurz so aus für einen Moment. So, Leute, ich bin ziemlich happy. Jetzt brauchen wir irgendwann fleißarbeitstechnisch halt jemand, der oben kurz die Spikes aufsetzt auf dem Rand. Ja, den auch noch. Kann natürlich sein, dass sie hier. Wenn der einen Stamm in der Gegend hat, was macht denn der jetzt mit dem Stamm? Wenn Kelvin Stämme hat, ist immer die Basing-Gefahr. Komplizierter Weg. Digga, ich würde sagen, du bist der Beste und machst dich zu Päusle. Nicht, dass er uns noch was kaputt macht. So. Jetzt pass auf. Ich bin natürlich noch nicht müde. Jetzt will ich einmal kurz was checken. Und zwar hier. Hier würde ich gerne Spikes rausmachen. Geht es nicht so dicht, ne, wie ich es gerne hätte. Wie weit ist denn die Tür weg? Na ja, gut, da können wir ja hier weitermachen. Ah, guck mal, hier geht er dichter hin, ne? Guck mal. Gefällt mir doch wesentlich besser. Sehr geil. Weil dann gucken die nämlich draußen auch schöner raus, weißt du? Ich sehe doch schon wieder einen Schatten von meiner Helferin. Hast du hier jetzt den Stein auf dem Kopf? Okay, aber dir gefällt's. Okay. Ja, aber man weiß ja noch nicht alles übereinander. Da waren nämlich gerade Blutspritzerle dabei. Ja, das lasse ich ihm stehen. Er hat ja nichts mehr davon. Er hat den will ich den so leicht da rein. Ey, warte mal, ich ziehe das jetzt mal gerade kurz hier durch, bitte. Leute. Das ist ja super cool. Ich weiß also nicht manchmal, an was es liegt. Ich weiß nur, dass ich irgendwann plötzlich keine Rüstung mehr habe. So. Ich muss das jetzt halt kurz fixieren, bevor es niedergetrampelt wird von mir selber, weißt du? Zack. Es sind halt jetzt, es ist halt viel Fläche, wo man ran muss. Aber soll ich dir was sagen? Es macht Spaß, wenn man zwischendrin ja immer unterwegs ist und so. Ist das genau das Richtige? Ich bin gespannt, ob das so wird, wie ich es will. Nehmen wir mal den Stein in die Hand. Genau. So, jetzt holen wir deine kleine Axt, deine Mini-Anspitzaxt. Und du lachst da drüber. Weil ich bin hier am Ding hängen geblieben. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Da ist ein Spikele hinten dran gewesen. Sie lacht sich eins. So. Oh, ich bin so gespannt. Den würde ich ein bisschen weiter, ja, schräg machen, dass ich nicht reinlaufe, wenn ich komme von außen. Und den wieder so gerade wie möglich, ne? Bin gleich gespannt, jetzt gucke ich mal gleich an. Ja, so habe ich mir das vorgestellt, Leute. So sieht es gut aus. Ja. Das wäre natürlich jetzt noch cool, wenn ich es dann jetzt hier noch weiter ums Eck kriegen würde. Das müssen wir jetzt auch noch probieren. Eingangsabsicherung nennt man das, ne?
Du, morgen mal Ausflügler holen uns die anderen Fallen, die uns noch fehlen, dass wir alle am Start haben, oder? Weil dann kann ich nämlich genau sagen. Dann kann ich nämlich genau sagen, was ich noch will. Merkt er sich das hier durch? Na, scheinbar nicht, ich dachte. Du bist die Beste hier. Aber ich will es nämlich so dicht wie möglich dran haben, weißt du? Ja, mach den mal dahin. Mist. Ja, so dicht hätte ich es schon gerne dran gehabt, aber mit Abstand ist nicht so gut, ne? Du, das reicht aber auch, wenn ich da einen rauslappen lasse. So. Gott, bin ich gerade zufrieden und glücklich. Lass mich das mal angucken in der Ecke. Ja, dann kommt ja da hinten auch noch mal was durch. Und die Spikes machen offensichtlich schon gut Damage, weil ich sehe es ja, wie ich meine Rüstung verliere, weil ich dreimal hängen geblieben bin, hast du gefühlt? Okay, ich bräuchte ihn dann hier. Ah, okay, dann habe ich mich jetzt aber arg vertan. Ja, so war das früher. So war das früher, als wir noch jung waren. Aber ich könnte theoretisch jetzt hier auch komplett eskalieren und hier nochmal einen reinmachen, ne? Wenn ich den leicht schräge. Ich muss gucken, ob der überhaupt rausguckt, klar, aber sehen wir. Leute, würde ich jetzt aber nicht mehr reinpressen. Im Prinzip geht es jetzt nur noch darum, die Arbeiten hier so weit wie möglich fertig zu machen. Wir werden es nicht alles heute schaffen. War das ein Schuss oder ein Donner? Na Mist. Den kriege ich nicht so, wie ich ihn will. Es sei denn. Hast du geschossen? Wer sonst? Das siehst du mal, was ich mir für Mühe mache, wegen einem Spikele. Nur um den jetzt in die Richtung anspitzen zu können. Du hast geschossen, gell? Ich muss mir das gleich mal angucken. Ich bleib ständig. Nein, Nameless! Diese scheiß Böden zwischendrin als. Die brauchen wir doch nicht. Gefällt mir aber Schachter. Jetzt musst du zwei frische holen. Wobei wir könnten natürlich auch Luft reinlassen. Ich sehe hier niemand. Vielleicht hat sie sich ins Knie geschossen aus Versehen. Ja, guck mal, er guckt hier auch leicht durch da hinten. Da wird er nicht viel bringen, außer ein Style-Faktor. Aber ist okay. Leute, das hat richtig Laune gemacht. Weil es so viel Laune gemacht hat, machen wir jetzt den Laufrand noch fertig oben und die Seile dran. Und dann können wir zukünftig hier auch hochsteigen, wenn sie kommen. Hier hinten ist noch eine Lücke. Zwei Stück sind es noch. Hallo. Soll ich uns noch kurz hell machen, dass wir es einmal ablaufen gemeinsam? Mama, Mama. Achso, den Spotstrahler. Den Spotstrahler wollte ich doch noch gucken, wie wir das anstellen, Leute. Wenn, würde ich gerne hier hochgehen. Ach, ich kann dann später auch. Okay, das ist natürlich cool. Wie habe ich denn das jetzt wieder gemacht? Wie haben wir das gemacht, dass das Seil zum Hochklettern hier gehoben hat? Weiß es noch jemand?
Das ist aber auch lässig. Das ist auch lässig. Komm mal kurz mit. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das anstellen will. Was hast denn du da hinten gemacht? Das ravinert. Der hat ravinert. Ausgerechnet die kleinen Säcke. Soll ich dir mal ehrlich was sagen? Diese Schusswaffe mit dem Schalldämpfer, die hört sich echt furchtbar an. Ich möchte, dass das knallt wieder. Beim Spannen erwischt. Könnte ein Teekessel sein. Ich wollte gucken, ob ich da oben den Spot anbringen kann. Lass mich mal, wo haben wir die Blaupause? Sind alle Gefundenen hier unten drin? Okay, hier wird es gehen. Ich mache uns kurz. Nee, wenn ich uns hell mache, sehe ich ja nicht, ob der Spot funktioniert. Haben wir nicht schon einen gebaut, Leute? Ich weiß auch nicht, ob ich den zum Beispiel nachträglich dann bewegen darf, weißt du? Ich setze mal hier hin. Komm, den bauen wir noch kurz auf. Auch wenn ich. Aber dann mache ich uns jetzt hell, oder? Und wir gucken den dann in der nächsten Nacht an, oder wie machen wir es? Ich weiß es nicht. Keine Sticks mehr. Ja gut, das ist gleich passiert. Dann baue ich das Lager ab. Das kommt eher ewig. So. Komm, wir leben kurz damit, dass es ein bisschen dunkler ist. Drei Sticks. Das war ich nicht. Das passt. Wo ist denn jetzt hier? Ich will wissen, ob ich den einstellen kann individuell. Was ja sinnvoll wäre. Was sieht schon so aus. So zwei Drähte. Aber dann kann es sein, dass das eine richtig coole Nummer wird. Draht, Draht, Draht. Sehe ich es nur nicht oder haben wir keinen? Leute, habe ich keinen Draht mehr? Ich habe doch Draht gehabt, 1000 Stück. Ich sehe ihn entweder nicht oder wir haben keinen mehr. Ha, das ist halt blöd. Kann ich den hier deinstallieren wieder? Ich bin jetzt erschrocken bei dem Geräusch. Der müsste. Warten, der ist ein Schalter. Macht der nicht weh? Hä? Installiert ist er, ne? Und verkabelt ist er eigentlich auch. Kann aber auch sein, dass ich da nochmal direkt verkabeln muss. Irgendwas bollert schon wieder an der Base rum, ne? Jetzt können wir uns vergessen mit hell machen. Ei, kann das sein, dass der da schon hintere strahlt? Ah ja, da ist ja hell wie Sau, ne? Ich weiß nur nicht, ob man einstellen kann. Hm.
wenn nicht nachlädt, nimm das, weißt du Bescheid, ne? Hey, ja, guck mal, wie der darüber strahlt hier. Das ganze Eck ist hell. Ich habe kein Shotgun-Money mehr. Gefällt mir das? Gefällt mir gut. Aber guck mal, das ist ja so der äußere Frontring auch ein bisschen, wo man gerne sehen wird, wenn jemand kommt, ne? Und da innen drin, hier können wir mit Fackeln auch. Das muss nicht alles mit Strom laufen. Und da waren sie aber wieder gut beschäftigt. Okay, das mit dem Spotstrahler gefällt mir ganz gut. Ne, also der Bereich da hinten, der ist nicht durch die Taschenlampe, der ist durch unseren Spot. Wenn dann die Bäume nachwachsen, kommt es auch richtig gruselig, finde ich. So, jetzt noch einmal ganz kurz, wenn möglich, schlafen. Das war klar. Komplettes Magazin reingehauen. Ist gar nicht dabei, nie, Leute. Mit der Bräuch. Der baut mir das Haus ab. Ich meine, das stört mich jetzt hier. Wer ist denn das? Den kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Gott, ist das ein Übler. Versuch den mal ans Tor zu locken. Steht auf meinem Golf. Auf meinem Golf. Digga, hör mal auf, alles abzubauen. Wo ist er denn jetzt? Kelvin. Das Problem ist, ich habe halt keine gescheite Muni mehr nix, ne? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Es schneit. Wo ist das Segeltier? Alter, du Rattekopf, du Gammlicher, komm mal hier mit raus, bitte. Den kenne ich nicht. Ich habe auch keine Leuchtstäbe mehr, ne? Ist er noch da? Du hast Hunger und Durst, gell? Ja, ne, ist der jetzt abkauen, Leute? Nee, der ist tot. Ah, die Speerfalle hat ihm gegeben. Ich habe halt voll zwei Magazine reingeschossen, einfach, ne, bis ich kapiert habe, dass das nicht mal der Beini ist. Zwei Mutantenrüstungen. Was ist das für eins? Krass, Alter, krass. Jetzt kennen wir den auch. Den kann ich noch nicht mal. Das ist auch so eins, wo viel Leben. Guck mal das an, das sieht ein bisschen aus wie der alte Beppo. Und er kann gut springen. Oberschenkel hat er auch wie ein Ochs. Alles klar, Digga. Alles klar, dann Zerstörer. Ey, wir müssen oben die Spikes anbringen. Du hast ja gesehen jetzt, ne? Macht Sinn. Der zweite, der nämlich reinkäme in die Base. Und dann müssen wir das Haus
aufbauen und am besten auch von innen raus spiken nochmal. Jetzt haben wir im Prinzip zwei Mutanten, die halt schon mal locker drüber kommen. Wenn später der Amsi kommt, der wird uns auf jeden Fall die Hütte abreißen, wenn wir bis dahin genug Fallen aufgesetzt haben. Wo sind die anderen zwei? Kelvin ist voll geflüchtet und Virginia sehe ich nirgends. Alles klar, jetzt kennen wir den auch. Nicht mein bester Kumpel. Aber Virginia lebt noch, oder? Ich habe schon... Sehe ich sie vielleicht in der näheren Umgebung irgendwo? Ja, ist da vorne. Jumpert sie in der Gegend rum. Okay, Leute. Das hier, den Falle. Ich speichere mal kurz ab, weil ich ja noch wissen muss, ob ich die einfach versetzen kann vielleicht, ne? Wie die anderen Fallen. Weil ich muss jetzt weg. Wenn die jetzt gleich auseinanderbricht, nehme ich dann einfach da, wo ich gespeichert habe, ne? Ja, siehst du, die musst du dann neu aufbauen. Gut, aber die Mats bleiben ja eigentlich erhalten, ne? Vielleicht machen wir das einfach mal ganz kurz. Ich weiß nicht, das kann auch nur eine Gefühlsgeschichte sein jetzt. Aber ich hätte es gerne, dass es so klappt, ne? Ich hätte gerne, dass es so zusammenklappt. Das ist eher meine Welt. Da werden wir noch einige brauchen von denen. Ich überlege sogar, ob ich kleine... Wir müssen mal gucken, ob man die Fallen oben irgendwie anbringen kann. So, und jetzt muss noch irgendwo ein Schädel rumliegen hier. Ja, so gefällt es mir besser. Kelvin, geh wieder rein, der ist weg. Ich habe ihn auseinandergenommen. So, ich speichere. Morgen geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.